Okay, es ist 19 Uhr, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zum Jetzt TV Live Talk. Es ist für mich das erste Mal, dass ich das so mache und es ist auch für Devaseto von Jetzt TV zum ersten Mal, dass wir das so machen. Bin gespannt, wie es läuft. Herzlich willkommen. Für alle, die dabei sind. Genau, vielleicht noch mal kurz, was wird passieren, wie wird es ablaufen? Ich mache eine kleine Einleitung und wer dazu eine Frage hat oder das kommentieren möchte, kann gerne im Chat eine Frage stellen oder einfach kommentieren. Ich glaube, man muss sich nicht einloggen oder so, man kann einfach drauf losschreiben, so wie ich das verstanden habe. Genau. Hallo. Genau an alle, die schon Hallo auch gesagt haben. Okay. Worum geht's in Anführungszeichen? Es geht ganz platt gesagt, es geht um nichts. Damit ist nicht auch nicht irgendein spirituelles oder ein mystisches Nichts gemeint. Nein, es heißt, es gibt kein Ziel. In dem Sinn ist es keine Lehre oder kein Coaching oder keine spirituelle Begleitung oder eine Begleitung auf welche Art auch immer. Was scheinbar passiert, könnte man sagen, was aber eine Geschichte ist schon, ist der Hinweis, dass das persönliche Erleben ganz vereinfacht gesagt eine Illusion ist, was so viel heißt wie, da ist niemand. Es gibt keine getrennte Person, es gibt keine getrennte Instanz hier drin, könnte man sagen. Aus Sicht dieser Person, wenn man so will, jetzt scheint es widersprüchlich zu sein, aus Sicht dieser Person oder was wir als die Illusion bezeichnen könnten, es wäre eben das Erleben, dass hier etwas drin sitzt. Die Person würde sich auf verschiedene Arten beschreiben. Ich bin ein Mensch, ich bin ein Ich, hier ist ein Geist, Spirit, eine Seele, Gewahrsein, Präsenz. Das wäre alles im Prinzip Selbstbeschreibungen der Person. Die Annahme, dass es etwas gibt, was ich wirklich bin. Und das getrennt von allem anderen existiert. Das wäre ganz platt gesagt, das persönliche Erleben. Ich und die Welt. Ich und Gefühle. Ich und Gedanken. Ich bin Gewahrsein und ich bin mir über eine getrennte Realität gewahr, könnte man sagen. Das wäre die Illusion. Was natürlich ein bisschen, wie gesagt, oberflächlich ist. Denn was hier gesagt wird, ist, dass genau dieses Erleben überhaupt keine Substanz hat. Da ist niemand. Da ist einfach niemand. Falls diese Illusion passiert, könnte man sagen, falls dieses illusionäre Erleben passiert, ist es das, was scheinbar passiert. Es ist weder richtig noch falsch. Und ich weiß, dass aus Sicht der Person fühlt es sich so an. Hier ist was. Es fühlt sich einfach so an. Egal, was man denkt, egal, was man verstanden hat, solange diese Präsenzillusion passiert, scheinbar, fühlt es sich so an. Ich bin jemand. Und es scheint so zu sein, dass dieses Erleben von ich bin jemand automatisch verbunden ist mit dem Erleben von es fehlt noch was. Und aus diesem Erleben kommt die ganze Suche. Die ganze Annahme, dass ich noch etwas realisieren muss. Dass es in meinem Leben um etwas geht. Dass es noch was zu finden gibt. Dass es eine richtige Art zu leben gibt. Natürlich in Anführungszeichen wieder, um ein glückliches Ich zu werden. Und was hier passiert, dieser scheinbare Hinweis, von dem ich am Anfang gesprochen habe, ist eben nicht den richtigen Weg aufzuzeigen. Das wäre letztendlich die Frage der Person. Wie kann ich ein erfülltes, ein wirklich
glückliches Ich werden. Nicht nur so ein bisschen glücklich, sondern ich bin auf der Suche nach wahrem Glück sozusagen, wahre Erleuchtung, wahre Zufriedenheit, wahre Vollkommenheit, aber natürlich als eine persönliche Erfahrung, was normal, worum es der Person natürlich normalerweise geht, ist, wie finde ich dahin? Wie komme ich dahin? Wie schaffe ich das? Soll ich viel Geld verdienen? Soll ich meditieren? Soll ich dankbar sein? Soll ich offen sein? Soll ich spontan sein? Irgendwie, die Person denkt oder lebt in der Illusion, eine eigene Existenz zu haben und bewusst sein zu können, bewusst tun zu können, aber auch bewusst sein zu können auf eine bestimmte Art. Und darin spielen sich eigentlich die ganzen Lehren ab. Das ganze Spirituelle könnte man sagen, aber auch in jedem anderen Bereich geht es letztendlich aus Sicht der Person darum, richtig zu sein. Was hier gesagt wird, ist, dass eben dieses ganze Erleben von ich bin hier und da draußen ist eine getrennte Welt, dieses ganze Erleben überhaupt keine Substanz hat. Es ist eine Illusion. Und Befreiung wäre in dem Sinn eben nichts, was für die Person passiert. Es ist eben nicht das Erreichen dieser persönlichen Erfüllung, Vollkommenheit, was auch immer. Es wäre der komplette Zusammenbruch dieser Illusion. Aus der Sicht der Person ist es einfach, wäre es der Tod, das Ende der eigenen Abwesenheit. Aber wie gesagt, die Überraschung ist, da ist überhaupt niemand. Es ist niemand da, der getrennt ist. Es ist niemand da, der erst noch eins werden muss. Gibt es nicht, braucht es nicht. Denn das, was passiert, das, was scheinbar passiert, ist natürlicherweise alles. Und es ist natürlicherweise stimmig. Für niemand. Ohne dass es eine zusätzliche Realisation davon gibt. Aber die braucht es gar nicht. Gibt es nicht. Braucht es nicht. Okay. So viel meinerseits. Erstmal. Jegliche Suche, könnte man sagen, ist nutzlos. Ist weder richtig noch falsch. Nutzlos heißt nicht falsch, denn wenn sie passiert, ist es das, was scheinbar passiert und gleichzeitig führt sie zu nichts. Es ist einfach das, was scheinbar passiert. Suche. Bis es aufhört, können wir sagen. Bis die Suche aufhört. Darin wird nichts gefunden, natürlich. Es ist einfach das Ende der Suche. Und was bleibt? Ist natürlicherweise stimmig. Es gibt kein Finden. Auf irgendeine Art. Nichts wird gefunden. Frage, gibt es Ängste vor dem Nichts? Naja, aus Sicht der Person könnte man sagen, können da Ängste sein. Aber letztendlich, wenn diese Illusion, dass da jemand getrennt ist, verpufft, dann gibt es keine Ängste. Vor der eigenen Abwesenheit, vor dem Tod, vor dem Leben, was auch immer, das verpufft dann. Frage. Ich war zweimal in der Einheit, kam aber immer wieder raus nach ein paar Stunden. Warum ist es so schwer, in der Einheit zu bleiben? Naja,
Ich würde das Bild letztendlich umdrehen. Das ist das Dilemma. Letztendlich würde ich sagen, wenn da Einheit war, in Anführungszeichen, dann ist eben niemand da. Und es ist natürlich und mühelos, wenn man so will. Und Trennung ist, wenn in Anführungszeichen etwas aus dieser Einheit erwacht und sagt, oh, ich bin da. Das heißt, in der Einheit war niemand, der sie halten könnte oder der dort bleiben könnte. Das ist letztendlich ein persönliches Bild, nämlich dass hier ich bin. Und dann war ich in der Einheit. Und wenn ich weit genug wäre, sozusagen, dann würde ich dort bleiben. Aber das ist eine, geht nicht, gibt's nicht. Weil da ist überhaupt niemand, der irgendwas macht. Und wenn es so Löcher gibt im persönlichen Erleben, ist auch niemand da, der das macht. Trennung ist in Anführungszeichen, ist eine Geschichte, aber Trennung ist wie morgens aufwachen und zu sagen, oh, ich bin da, ich bin wach, hier bin ich. Das wäre die Illusion. Aber auch da ist niemand, der das macht. Unmöglich. Und gleichzeitig muss man natürlich sagen, ist auch das Einheit oder ist auch das Vollkommenheit für niemand. Grüß Gott. Frage Andreas, was ist der Unterschied zwischen Person und Individualität? Naja, das ist wahrscheinlich eine Definitionssache, aber was ich mit Person meine, wäre dieses Erleben, dass hier etwas ist, was ich bin. Und es könnte aber auch ein Erleben sein, wo man sagt, Individuum, ich bin ich und ich bin anders wie alles andere. Das würde ich als Person bezeichnen. Könnte sagen, Individualität ist das, was scheinbar passiert, also dass du so bist, wie du bist und ich so bin, wie ich bin. Scheinbar verschieden ist das, was passiert. Aber das Einzigste, was ich als verschieden erleben würde, was wirklich sagen könnte, ja, aber ich bin anders, ist letztendlich diese Person, Selbstgewahrsein. Das, was ich selbst gewahr ist, zu sein, ich bin. Okay, oh Gott, soll ich das vorlesen? Eine Warnung vorab. Vor 2 Jahren habe ich Andreas zum ersten Mal gehört. Seitdem muss ich dies fast jeden Tag hören. Aber alles gut bedeutet eh nichts. Also gut. Und jemand schreibt dann 5 Jahre hier. Also es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber hier ist auch niemand, der das macht. Also ich habe auch keine Wahl. Und niemand hat eine Wahl. Puh, das ist eine schwierige Frage. Würdest du es gut finden, wenn du von dieser Illusion durch eigene geistige Kraft die Möglichkeit bestünde, nach dem Erlöschen dieser Illusion und dem illusionären Ableben wiederzukehren in eine andere? Ich müsste die Frage wahrscheinlich nochmal durchlesen, um sie ganz genau zu verstehen. Aber letztendlich ist es eine rein theoretische Frage, auf die es keine Antwort gibt. Muss ich ehrlich sagen, weil da einfach tatsächlich niemand ist. Und jetzt gar nicht als Konzept oder sowas, aber einfach dieses Erleben, würdest du es gut finden, wenn du von dieser Illusion durch in eine andere. Nee, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Weil vielleicht,
Hier wird nicht gesagt, dass das eine Illusion ist. Es gibt keine Illusion in dem Sinn. Als Geschichte könnte man sagen, die einzige Illusion ist, dass da jemand ist, dass da jemand getrennt ist. Aber wenn ich sage, das ist eine Illusion, heißt es eigentlich nur, da ist nichts da. Es heißt eigentlich nicht, dass da eine Illusion ist. Das ist das Dilemma. Dafür habe ich aber auch noch keine Möglichkeit gefunden, das anders zu sagen. Das heißt, wenn ich sage, ich ist eine Illusion, heißt es eigentlich, da ist einfach kein Ich drin. Trotz dieses Erlebens. Das heißt, wenn ich sage, das Ich ist eine Illusion, soll das nicht heißen, dass da eine Illusion drin sitzt. Da sitzt überhaupt nichts drin, weder hier noch dort. Insofern gibt es kein reales Erlischen der Illusion und kein reales Erwachen der Illusion und kein reales Erwachen aus einer Realität in die andere Realität. Deshalb meine ich, macht die Frage letztendlich keinen Sinn. Denn hier wird nicht gesagt, nochmal, das ist eine Illusion. Es gibt keine Illusion. Ja, Andreas macht süchtig. Oh, sorry. Okay. Frage. Kann ich Geist überhaupt an mich selber denken, ohne mich durch das Denken zu etwas zu machen? Naja, das wäre eben das Dilemma der Person, sich eben nur als Person erleben zu können. Das ist, und da gibt es kein Entkommen davon. Per Definition könnte man sagen, ich bin besteht eben nur daraus, ich bin zu sein. Automatisch, zwangsläufig. Dadurch, dass ich bin, als Erleben, bin ich automatisch nicht mehr alles andere. Und es ist eigentlich kein Gedankenproblem. Es ist eigentlich ein Erfahrungsproblem. Problem in Anführungszeichen. Es ist eigentlich ein Erfahrungsproblem. Dass egal, was gedacht wird, es automatisch objektiviert wird, dadurch, dass sich die Person selber als ein Objekt erfährt, als ein Ding, nennt sich dann Subjekt, aber unmöglich. Die Person kann über das eigene Präsenzerleben nicht hinausgehen, könnte man sagen. Deshalb ist befreit, egal wie die Konzepte sind. Also die Person kann natürlich ständig in dem Konzept leben, es gibt keine Person, da ist niemand, es gibt keine Person, würde sich aber trotzdem als anwesend erfahren. Das wäre ein reiner Glaubenssatz. Aber dem Erfahren an sich kann man nicht entkommen. Außer es verpufft, dann aber für niemand. Das heißt, auch dann entkommt niemand. Frage: Wie kommt es da aber zu so einem Phänomen, wie ich an das Nichts scheinbar glaubt? Keine Ahnung. Wie kommt es dazu? Bleibt unbeantwortet. Keine Chance. Ich meine, in dem Sinn gibt es keine reale Existenz. Das heißt, es gibt kein reales Phänomen. Ich bin, ist doch schon etwas und eine Existenz. Kann Geist existieren? Ja, aber was hier gesagt wird, ist, dass dieses Ich bin keine Substanz hat. Es gibt kein Ich bin. Es gibt kein Ich bin. Worauf es automatisch auf die Frage, kann Geist existieren, keine Antwort gibt. Wer könnte das beantworten? Aber was spricht da dann gerade? Ja.
Nichts, nichts Bestimmtes. Unbekannt, weiß keiner. Ist das, was scheinbar passiert, was nicht zu verstehen ist, was keine, was nicht wissbar ist. Aus Sicht der Person ist die Hoffnung, was aber auch eine Projektion ist, dass hier irgendwas drin ist. Und das heißt, Hoffnung ist einfach die Annahme, die ganz feste Annahme, hier ist auch was drin, was spricht. Irgendeine Instanz. Irgendeine Art von Erleben, ein Bewusstsein oder ja, irgendeine Art von Erleben. Oh Mann. Frage, um dich wahrnehmen zu können, müsstest du in meinem Geist sein. Gibt es eigentlich nur einen Geist, der sich alles ausdenkt? Nee, es gibt keinen Geist. Das ist die Sache. Es gibt in Anführungszeichen, es gibt nur das, was scheinbar passiert, und das ist alles. Niemand kennt es, niemand erfährt es, niemand weiß es. Wahrnehmen, wenn man so will, ist Wahrnehmung der Illusion. Ich nehme etwas wahr. Geist, ich, Präsenz, Gewahrsein, Bewusstsein nimmt etwas wahr. Andreas, einen sprechenden Körper, ein Zimmer, eine reale Außenwelt. Aber da ist eben nichts drin. Es gibt keinen Geist und eine getrennte Existenz. Frage, was ist Stille für dich? Keine Ahnung. Unwichtig. Die Frage wäre eher, was ist für dich, könnte man sagen. Ich meine, da gibt es einfach viele Konzepte darüber. Die meisten Leute verbinden damit irgendwie so Gedankenstille oder eine Erfahrung von Stille, wenn die Geschichte eine Pause macht oder sowas. Okay. Ach so, jetzt Klick. Also ist Geist auch nur ein Konzept? Ja, absolut. Ja. 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 Frage: Kann es Schmerzen geben bei einem solchen Auflösungsereignis? Ja, also scheinbar. Kommt darauf an, was du als Schmerzen bezeichnest. Muss aber nicht. Also, genau. Wenn du sagst Glaubenssatz, wer glaubt denn überhaupt, wenn da niemand ist? Ja, genau. Genau.
es wäre das, was scheinbar passiert. Wenn die Illusion, dass da jemand ist, passiert, scheint diese Illusion in Geschichten zu leben, in Glaubenssätzen und sie für wahr zu halten. Aber genau, auch da ist niemand. Auch da ist niemand drin. Genau, absolut. Ich meine, nochmal zu den Schmerzen. Ich meine, die Sache ist, es gibt alle Möglichkeiten, aber nichts davon ist ein Muss oder sowas. Es gibt keinen realen Prozess. Es gibt keine reale Auflösung. Und doch könnte man sagen, aus der Sicht der Person ist Befreiung der eigene Tod. Und das kann auch so intensiv sein. Muss aber nicht, weil es nicht real ist. Es kann Windhauch, letztes Ausatmen. Ach. Könnte aber auch scheinbar ein Überlebenskampf sein. Macht niemand, hat keiner die Wahl. Okay. Manchmal werden Melodien gehört und sie tragen das Mich davon, aufgelöst in Töne, was scheinbar passiert, yes. Schön. Und kann auch passieren, wenn hier das Unerklärliche spricht. Ja, ist ja auch so eine Art, ist ja auch so eine Art Gesang. Wenn auch vielleicht nicht so schön. Vielleicht nicht so melodisch. Okay, zur Stille vorher. Ich meine diese Präsenz. Ja, aber da wird es für mich schon schwierig in Anführungszeichen, weil hier gibt es keine Präsenz. Das ist die Sache, dass es hier keine Erfahrung gibt auf irgendeine Art. Also weder Stille, noch Frieden, noch Harmonie, noch Präsenz. Hier erlebt sich nichts als Präsenz. Wenn du das meinst, weiß ich aber nicht. Ist immer ein bisschen schwierig mit Worten, weil natürlich auch jeder was anderes versteht darunter, von vornherein. Aber hier gibt es kein Erleben, irgendetwas Bestimmtes zu sein. Präsent, still, bleibend. Weiß nicht, mein Eindruck ist, dass die meisten Leute da aus dem persönlichen Erleben raus damit ein Zustand gemeint ist. Wie gesagt, irgend sowas Bleibendes. So ein Grundrauschen, eine Grundstille oder sowas. Für die meisten Leute ist die mal da und mal nicht da. So wird's erlebt, könnte man sagen. Was hier gesagt wird, ist, dass es natürlich es kein Grundrauschen gibt, kein Zustand. Es gibt kein reales Geschehen in Zeit und Raum. Da passiert nichts real. Aber wie gesagt, das sind jetzt Worte. Frage: Ist der Wegfall des Ichs in der Geschichte Gnade? Ja, ja und nein. Gnade ist einfach so ein wahnsinnig heiliges Wort, aber es gibt keinen Grund dafür, könnte man so sagen. Es gibt keinen erkennbaren Grund dafür, wenn der Tod früher eintritt, wenn der Tod des Ich-Erlebens früher eintritt. Es bleibt kein Begnadeter übrig. Das Einzigste, was ich in dem Wort Gnade mag, ist im Prinzip diese Grundlosigkeit. Denn man könnte sagen, ich habe weder erreicht, also das Ende der Illusion ist kein Erreichen von etwas. Und auf der anderen Seite habe ich nichts richtig gemacht in dem Sinn oder irgendwas, wo ich sagen könnte, das hat einen Unterschied gemacht im Vergleich zu anderen Menschen. Sehe ich nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Insofern Gnade. Auch wenn es zu heilig ist. Gnade hat auch sowas wie, wenn es so das eigentliche Ziel wäre. Und eigentlich ist diese Annahme schon Teil des Traums der Person, dass es sowas gibt wie ein eigentliches Ziel. Und in Spiritualität wird dann Erleuchtung oder vielleicht Befreiung, dass es darum eigentlich geht und dass ich das eigentlich sein sollte. Aber schon dieses ganze Setup, also dieses ganze Mindset,
wäre Teil des Traums. Denn es geht um nichts. Es gibt kein Ziel. Was hier auch gesagt wird, ist, es gibt keine Befreiung. Es gibt dieses Ich nicht, das getrennt ist. Das heißt, insofern gibt es kein Ziel. Das ist es. Das, was passiert, das, was scheinbar passiert, ist es. Da gibt nichts, da gibt's nichts anderes. Es gibt kein zusätzliches Erreichen von irgendwas. Das hätte vielleicht auch noch dieses Wort Gnade für mich an Geschmack, diese Annahme, dass es eigentlich einen eigentlichen Zustand gibt, der besser wäre. Und den kann man eben nur durch Gnade, gibt's alles nicht, gibt's alles nicht. Und es gibt nicht die Wahrheit. Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Genau. Also es gibt gar kein reales Geschehen. Doch die Wahrheit spielt sich gerade vor deinen Augen ab. Ja. Ja und nein. Sieht nur keiner. Sitzt eben niemand hinter den Augen, der schaut. Okay, es gibt keine Körper und es gibt keinen Geist, es gibt keinen Sinn, der Tod existiert nicht, aber die Wiederkehr schon. Nur eben auch nur nicht existenziell, da es keine Präsenz gibt. Dennoch nimmt man wahr, was nicht ist. Naja, die Frage ist, wenn da nichts ist, was soll wiederkehren? Es ist nichts da, es geht nichts und es kehrt nichts wieder in dem Sinn. Gibt kein reales Geschehen. Und ja, man könnte sagen, Wahrnehmung ist das, was scheinbar passiert, aber für niemand. Das heißt, der Körper nimmt wahr, aber es gibt kein Erleben von Wahrnehmung. Es ist einfach, wie es ist. Das ist Gnade. Ja, wenn man so will, genau. Dass das, was passiert, das, was scheinbar passiert, natürlicherweise stimmig ist. Für niemand. Ist keine Erfahrung von Stimmigkeit. Genau. Das könnte man Gnade nennen. Die dann aber auch die natürliche Realität wäre und nichts Besonderes in dem Sinn, wie die Person es vermutet. Mein, worüber wir reden, ist absolut, es ist das, was passiert. Es ist nichts Neues in dem Sinn. Die Person hofft, dass wir über was Neues reden, über was anderes. Etwas anderes wie das, was ich bisher kenne, nämlich ich sein und suche. Die Hoffnung ist, dass es dazu eine Antwort gibt. Gibt es nicht. Das ist es. Kann ein Mensch ohne soziale Kontakte existieren? Der Glaube, man braucht einen Partner an der Seite, um glücklicher zu sein, fühlt sich für mich nicht stimmig an. Naja, aus meiner Sicht hört sich das so an wie so zwei extreme Gegensei, also zwei Gegensätze. Und nein, niemand braucht etwas. Und in dem Sinn braucht niemand Kontakte, und gleichzeitig braucht aber auch niemand in dem Sinn Freiheit. Aber natürlich, dass man einen Partner braucht, ist eine Geschichte. Ich meine, für die Person geht es natürlich auch letztendlich weniger um Existieren, sondern auch um erfüllt zu sein, eben dass ein Partner glücklicher macht. Und nichts macht glücklich. Das Ich würde den Begriff Gnade für sich ja schon wieder als Vorteil deuten. Genau. Das habe ich gemeint mit dem Gnade hört sich so an, wie wenn es doch einen eigentlichen Zustand gibt.
den man nicht erreichen kann oder nur ganz schwer oder nur durch Gnade oder irgendwie sowas. Aber genau, da steckt schon das drin von, es gibt eben doch noch das andere. Und das ist die Illusion, dass es etwas anderes gibt, dass es noch das andere gibt. Frage. Was passiert, wenn du morgens aufwachst? Ist da ein plötzliches Erkennen deiner vertrauten Umgebung? Naja, nicht wirklich, weil es keine Erfahrung des Aufwachens gibt. Es ist eben nichts mehr, in Anführungszeichen, da, was morgens sagt, oh, ich bin wach. Was sich erlebt als anwesend, als gewahr, als, oh, ich bin da. Hey, guten Morgen. Ich bin da. Da wacht nichts auf. Und was das ist, was scheinbar passiert, Augen auf und aufstehen und ah, ist unbekannt. Das erfährt sich nicht. Das ist nur sich selbst. Aufstehen, ins Bad gehen, whatever. Aber es gibt nicht die Erfahrung des Aufwachens. Das wäre die Illusion. Als Beschreibung, nicht als reale Illusion. Frage, ist es nicht doch eine Art Frieden, der aber völlig bedingungslos ist? Ja, kann man natürlich sagen. Frieden ist die natürliche Realität, aber für niemand. Das heißt, alles ist absolut natürlicherweise in Frieden, genau sich selbst zu sein. Nichts ist im Krieg mit sich selbst, können wir sagen. Keine Wolke, kein Gedanke, kein Gefühl, kein Körper, keine Wand, kein Boden, kein Bett. Nichts lebt in diesem illusionären Krieg mit sich selbst. Außer in Anführungszeichen diese Illusion von Selbstbewusstsein, die, sobald sie sich selbst erfährt, sagt, oh, ich bin hier, worum geht's? Was kann ich tun? Warum bin ich hier? Was muss ich tun? Wie kann ich glücklich werden? Nichts in diesem ganzen scheinbaren Universum hat auch nur die leiseste Ahnung davon, nicht stimmig sein zu können. Nicht, weil in dem Universum oder in allem etwas sitzt, das weiß, dass es stimmig ist. Dieses ganze Nichts lebt überhaupt in diesem Paradigma von Fülle und Nichtfülle. Unerleuchtet, erleuchtet. Unerfüllt, erfüllt. Insofern, ja, ist Frieden die natürliche Realität. Frage, ich kann dich nur verstehen, wenn ich die Idee der Zeit herausnehme und im direkten, unmittelbaren Moment lausche. Okay. Was macht die politische Situation mit dir? Löst sie Gefühle in dir aus? Momentan eigentlich recht wenig, muss ich sagen. Irgendwie. Nee, nicht besonders. Was aber keine. Das heißt nichts. Es wäre einfach das, was scheinbar passiert, dass das im Moment eigentlich nicht wirklich was in mir auslöst. Spannend finde ich's. Prickelnd. Kommentar. Die deutschen Meetings fühlen sich für mich anders an als deine englischen Meetings. Ja, das kann sein. Würde mich interessieren, wie, was du sagen würdest, was der Unterschied ist.
Einfach aus Neugier. Das Witzige ist, dass ich zurzeit fast mehr gewöhnt bin, englische Meetings zu machen. Aber auf der anderen Seite, da meine Sprache natürlich ein bisschen begrenzt ist. Wäre trotzdem neugierig. Wie selbst siehst du dich in diesem scheinbaren Universum? Naja, gar nicht wirklich. Gar nicht. Es gibt kein Selbst und ich habe kein Selbstbild. Zumindest keins, das mir bewusst wäre oder eine Geschichte, die ich über mich erzähle oder eine Rolle, die ich mir gebe oder in dem. Nee. Nee. Findet nicht statt. Ja, es will nicht in meinen Kopf, dass der Körper sieht und hört, aber es keine Wahrnehmung gibt. Ja. Ist eben das, wie vorher gesagt, es ist unmöglich, denn solange dieses Präsenzerleben stattfindet, ist es die einzigste erlebte Realität. Und wenn ich dann sage, da ist Sehen und Hören, aber für niemand, dann kann die Person nicht verstehen, was damit gemeint sein könnte. Wie das sein könnte, dass der Körper funktioniert, ohne dass da jemand drin sitzt, der ihn erlebt. Das ist nicht vorstellbar. Geht nicht. Nicht, weil es so wahnsinnig grandios ist, einfach unmöglich. Weil natürlich das Einzigste, was die Person kennt, in Anführungszeichen, ist ihr ganzes scheinbares Leben lang, was eine Geschichte ist. Denn es gibt dieses ganze Leben nicht. Aber das Einzige, was die Person kennt, ist eben, wie es da ist, da zu sein und in Wahrnehmung zu leben. Wie es eben ist, hinter diesen Augen zu sitzen und scheinbar rauszuschauen. Das wäre dann auch die nächste Frage. Was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Das ist die Sache. Ich schaue nicht in den Spiegel. Das vermeide ich seit Jahren. Nein. Eben dieses Erleben, könnte man sagen, dass ich hier drin bin, dass hier irgendwas hinter den Augen sitzt. Und nach draußen schauen. Dieses energetische Erleben von Trennung findet nicht statt. Das ist eine Illusion. Insofern meine ich, ich schaue nicht in den Spiegel. Es gibt kein Erkennen, kein reales Erkennen von, das bin ich. Es gibt vielleicht die Information, eben, aber da wird es ein bisschen technisch. Scheinbar versteht der Körper, aha, das bin ich und ich putze jetzt diese Zähne und nicht andere Zähne oder sowas oder das Spiegelbild oder so. Aber es gibt keine Erfahrung davon, als das bin ich. Werden deine Erfahrungen gespeichert im Gedächtnis? Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, aber ich nehme mal stark an, dass der Körper funktioniert. Und ein funktionierender Körper würde auch heißen, dass Dinge gespeichert werden, Erfahrungen, Eindrücke. Der funktioniert ja weiter. Ja. Aber es wäre nichts da, was das in eine Geschichte packt, wenn man so will. Oder sich eine Geschichte, sich damit eine neue Wahrheit erzählt. In dem Sinne ist deine Erfahrungen natürlich auch so ein bisschen tricky, weil letztendlich da kein Ich ist, das erfährt. Eben, das ist das Problem. Kann der Körper überhaupt etwas wahrnehmen? Naja, eben nicht wirklich.
Deshalb sage ich auch, wenn ich so vom Körper rede und der Körper versteht und so, das wäre letztendlich alles das, was scheinbar passiert. Es gibt keine reale Wahrnehmung. Letztendlich, weil es gar keinen realen, beobachtbaren Körper gibt. Aber dass das fühlen kann und sehen kann und hören kann, wäre eben das, was scheinbar passiert. Und an wen oder was denkst du, wenn du an dich selber denkst? Naja, das gibt's eigentlich nicht. Das gibt es nicht. In dem Sinn an sich selber denken. Es ist schwierig, da so eine Trennung zu machen, weil natürlich könnte ich sagen, es gibt funktionale Gedanken, wahrscheinlich. Ich muss zum Bus. Und das bezieht sich dann irgendwie auf den Körper. Aber eben nicht auf dieses Ich, das was sagen würde, da bin ich. Ich bin echt. Ich bin echt hier drin. Und das würde die Person letztendlich immer als ich bezeichnen. Ich und diese Geschichte, dieses Wesen, das in dieser persönlichen Geschichte lebt, mit Zielen und Wichtigkeiten und richtig und falsch und auf dem Weg zu sein und Themen und worum es geht im Leben und dieses ganze Zeug, da ist nichts. Sag doch bitte mal was Erbauliches. Oh, Entschuldigung, ist es so schlimm schon? Das ist es. Die Person würde dann auch sagen, ja, nee, irgendwas, was mir hilft. Nee, dieses Mir ist die Illusion. Niemand braucht Hilfe, weil das ist es. Das, was passiert, das, was scheinbar passiert, ist natürlicherweise es selbst und still mich. Erlebst du dich hinter deinem Körper wie ein Vakuum? Nee, weil dann gäbe es wieder ein Erleben. Das ist das Spannende, dass Erleben an sich keine Substanz hat. Und dann ist auch wirklich egal, was geglaubt wird, was erlebt wird. Stille, Vakuum, Leere, Freude, Gefühle, Dankbarkeit. Es gibt kein reales Erleben von irgendwas. Das heißt, ich erlebe, in dem Sinn könnte man sagen, ich erlebe nicht mal Leere. Nö. Es ist einfach so, wie es ist. Für niemand. Ohne, dass es erlebt wird. Was nicht vorstellbar ist. Weil natürlich alles, was vorstellbar ist, sich auf ein Erleben bezieht. Auf einen Umstand, auf etwas, worüber man sich gewahr sein kann. Ah, so ist es. Kenne ich, verstehe ich, kann ich mir vorstellen. Und schon ist man in einem Zustand, in einer Vorstellung von einem Zustand oder einem Umstand. Es gibt überhaupt kein Selbsterleben, was so viel heißt wie es, und auch das ist kein Umstand. Frage, könnte man das Ego also als ein Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm bezeichnen, der dem schlafenden Geist eine Welt vorgaukelt? Ja, also ich weiß nicht genau, was du mit Geist meinst, aber ja, auf eine Art könnte man so sagen. Ja. Letztendlich würde es ist ein Selbsterleben, scheinbar, nie real. Das ist das Dilemma. Aber es ist ein Selbsterleben. Und das ganze Konstrukt, Werte, Interpretationsprogramm wäre dann eigentlich schon ein Symptom davon. Das Erleben ist letztendlich, ich bin hier, da ist die Welt. Ich bin wach, ich bin wach geworden, ich bin hier. Und ich bin mir gewahr über eine getrennte Welt. Und daraus kommt nur Unbefriedigtsein scheinbar und darauf beginnt das Spiel.
sich zu positionieren, interpretieren, verstehen zu wollen, sich zurückzunehmen, Leben bewusst zu tun. Ja. Und aus der Sicht dieser Anwesenheit ist es die einzigste Realität. Der Traum, wenn man so will, ist die einzigste kennbare Realität. Scheinbar kennbar. Nie wirklich. Ich bin ist eine Scheinrealität und ein Scheinwissen aus einer Scheinerfahrung. Frage: Was würde deiner Meinung nach, und ob nun vorhanden oder nur illusionär, für ein Erleben eintreten nach dem geglaubten, aber nicht realen Ableben? Eben dem fiktiven Ableben, was ja nicht existiert. Naja, es gibt keine Antwort darauf, weil natürlich, wie gesagt, das Einzigste, was sich erlebt als am Leben, ist eine Illusion. Und es gibt, genau anders gefragt, die an diese fiktive Realität gebundenen Individuen, was haben die nach dem biologischen Ableben für eine Scheinerfahrung? Kann man nur spekulieren, würde aber letztendlich von einem realen Erleben ausgehen, das nach dem Tod weiterlebt. Was hier gesagt wird, ist, dass es schon vor dem Tod keine reale Erfahrung gibt. Als Geschichte kann man sich dann beides erzählen, aber beides wäre reine Spekulation und beides wäre einfach eine Geschichte. Manche würden sagen, die Ich-Illusion endet mit dem körperlichen Tod. Manche würden das Konzept aufmachen von, das lebt weiter. Dann hätte man diese Wiedererfahrungsding. Was hier gesagt wird, ist weder das eine noch das andere. Es lebt jetzt schon niemand. Schon jetzt ist hier niemand drin. Ich erlebe etwas, ist eine Illusion. Es findet nicht statt. Aber wie gesagt, beide Konzepte würden davon ausgehen, dass da real etwas existiert in Zeit und Raum. Frage: Hattest du vor dem endgültigen Wegfall des Ichs bereits kurze Momente einer Abwesenheit des Ichs? Ja. Mehrere und auch einfach so eine ganze Zeit des Hin- und Herwechselns, könnte man sagen, zwischen Ich und Nicht-Ich. Haben aber viele. Ja, hatte ich, ja. Ja, das hat man dann schon. Okay, aber wie kann denn eine Erscheinung passieren aus dem Nichts, also ohne eine Quelle? Auch wenn es nur scheinbar passiert, gibt es dann nicht einen Autor mit Absicht, sodass es scheinbar passiert? Naja, das ist das Tricky. Es gibt keine Erscheinung. Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig mit dem Wort scheinbar, weil die Person letztendlich immer von einer Erscheinung ausgeht, eben dass etwas in Erscheinung tritt. Aber es tritt nichts in Erscheinung. Sitzen vor einem Bildschirm ist nichts, was erscheint, als ein Manifestationsprozess, als etwas, das in Erscheinung tritt und dann wieder wegfällt. Das ist im Prinzip ein persönliches Bild und da kommt sofort die Frage nach einer Quelle, nach einem Autor. Also im Prinzip das persönliche Erleben. Sobald etwas da ist, erscheint, kommt sofort die Frage, wo kommt es her? Wer macht es? Was soll das? Die Sache ist, wenn dieses Erleben verpufft, dass da jemand ist, dann gibt es auch nicht die Illusion, dass etwas in Erscheinung tritt. Und wenn ich sage, sitzen vor einem Bildschirm ist das, was scheinbar passiert, dann ist es nicht gewusst, weil es scheinbar passiert, aber für niemand. Das heißt, es gibt
keine Erscheinung. Nichts erscheint im Sinn von Manifestation, in Erscheinung treten. Kann es sein, dass jedes verwendete Wort eigentlich das zerstört, was man eigentlich ausdrücken möchte? Ja, das kann passieren. Beziehungsweise der Versuch, etwas ausdrücken zu wollen, zerstört schon das Unausdrückbare. Denn auch hier, dieses Sprechen versucht nichts auszudrücken. Es gibt keine Botschaft. Das Sprechen selbst ist es. Frage, kann ich bewusst darauf hinarbeiten, mein Ich zu verlieren? Nein, denn genau das wäre die Illusion. Ich bin bewusst. Gibt es nicht. Kein Moment. Ja. Alles wird aufgezeichnet. Ja. Okay, sorry. Na gut. Genau, kann ich bewusst darauf hinarbeiten, mein Ich zu verlieren? Letztendlich ist genau das der Traum, dass ich jetzt hier ist und bewusst lebt und dass es ein Ziel gibt. Erleuchtung, Befreiung, Ich-Verlust. Unmöglich. Niemand ist bewusst. Niemand führt eine bewusste Existenz. Auferstehung nach dem Tod in der Bibel von Jesus Christus ist was? Eine Geschichte. Eine Geschichte. Es ist insofern eine Geschichte, weil Jesus nie wirklich auferstanden ist. Ich glaube, er war danach nur noch als Erscheinung zu sehen, nie mehr als realer Jesus. Denn die Illusion, dass es einen realen Jesus gibt, ist am Kreuz verpufft. Danach gab es eine Erscheinung, wenn man so will. Nichts stirbt und nichts steht auf. Sorry. Okay. Gibt es scheinbare Ich-Gedanken ohne Bezug einem scheinbaren Ich? Ja, könnte man sagen. Ist das, was ich vorher gemeint habe? Es wäre, also ich nehme an, ich weiß es gar nicht, muss ich sagen. Wären aber eben scheinbar funktional. Ich habe Hunger. Ich gehe zum Bahnhof. Wird vielleicht auch gedacht. Weiß ich gar nicht. Genau. Der Drucker ist in Erscheinung getreten. Ja, es tut mir leid. Es ist wirklich ungeschickt. Okay. Mach gleich weiter. Okay. Tut ein Psychotherapeut die Traumwelt bestärken? Da gibt es auch den Begriff der Ich-Stärke. Ja, könnte man sagen. Ja, das ist das, was scheinbar passiert. Ja, das ist das, was scheinbar passiert, was aber auf eine Art normal ist, weil natürlich immer da, wo jemand ist, könnte man sagen, findet eine scheinbare Selbstbestärkung statt. Nicht real natürlich. Sind wir alle im Nichts?
Ja, könnte man sagen, naja, da ist eben niemand drin. Aber das, was passiert, das, was scheinbar passiert, ist nicht etwas. Genau. Das ist es. Da ist niemand drin. Aber dass real etwas passiert, wäre eine Illusion. Die findet nur statt für diese Illusion von Selbstbewusstsein. Das, was sich erfährt und sagt, ich bin etwas und das ist etwas. Okay, wenn dir ein Leid geschehen würde, also irgendetwas, was negativ ist, wie gehst du dann damit um? Ich frage, weil es ja nichts gibt, was nichts existieren. Das, also dich, auch dann negativ berühren kann. Naja, letztendlich gibt es einfach niemand, der glaubt, umgehen zu müssen oder zu können. Das heißt, wenn mir irgendein Leid passiert, in Anführungszeichen, dann gibt es eine Reaktion. Keine Ahnung, Traurigkeit. Egal. Aber letztendlich wäre das einfach niemandes Reaktion. Hier drin, es gibt quasi nicht die Erfahrung, dass hier ich bin und da ist das Leid und ich muss dem begegnen. Als Geschichte könnte man sagen, der Körper reagiert. Was sich, wie gesagt, so ein bisschen technisch anhört und so. Sondern es wäre absolut zu 100% das, was scheinbar passiert. Aber es gibt keine vorhersagbare Antwort. Ich habe mir keine Reaktion zurechtgelegt. Es gibt niemand, der weiß. Und es gibt niemand hier drin, der diesen Körper macht, könnte man sagen. Wie im Tiefschlaf. Ja, aus der Sicht der Person ist Befreiung der Tod. Oder Tiefschlaf. Mein Tod ist im Prinzip Tiefschlaf ohne Aufwachen am Morgen. Und genau das ist der Eindruck, den die Person Wie muss man es sich vorstellen, wenn sich zwei sogenannte Erwachte, genau, wenigstens in Anführungszeichen, Andreas und Andreas Klon treffen? Können die sich richtig heftig streiten oder sich gegenseitig Gewalt antun? Krieg? Keine Ahnung, weil ich habe im Prinzip bisher noch niemand getroffen, mit dem ich mich so richtig streiten müsste. Keine Ahnung. Allerdings gibt es in dem Sinn kein Treffen von zwei. Und es gibt natürlich keine Erwachten und so, deshalb habe ich so. Gut. Gut. Ich sag's irgendwann mal direkt, komme mit dem Chat hier nicht so klar. Okay. Meinst du, das ist der Unterschied quasi? Ja. 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 Oder können die sich vor Lachen kaum halten, wenn sie merken, was da passiert? Naja, es wäre zumindest nicht real. Aber was das heißt, das kann ich nicht sagen. Ich glaube nur, ich habe mich bisher mit noch niemand gestritten, der niemand ist. Was eine Geschichte ist. Sorry. Sorry. Hältst du es für möglich, dass Haustiere durch den Kontakt mit der menschlichen Ich-Illusion auch ein Ich entwickeln? Eigentlich nicht. Also, was weiß ich, ne? Aber nee. Manche Haustiere wirken schon etwas neurotisch im Vergleich zu Wildtieren. Ja, aber ich würde das unter Funktionieren verbuchen und nicht als Ich. Und da ist kein Ich in dem Sinn.
Aber in der Geschichte könnte man natürlich sagen, dass Haustierhaltung nicht, ich wollte jetzt sagen, sowas nicht wie artgerecht ist oder so, aber keine Ahnung. Also Frage, hattest du also noch keinen direkten Kontakt mit anderen Erwachten? Also ich weiß, es gibt kein Wort und ich erwacht ist natürlich absolut eine Geschichte, denn es gibt niemand, der erwacht ist. Es gibt dieses Ich nicht. Aber doch, ich kenne einige Leute, die... Ich würde es jetzt mal sagen, die niemand mehr sind, was eine Geschichte ist. Doch klar, aber ich hatte mit noch keinem davon Streit. Doch klar. Dann ist auch Gott ein Konzept, oder? Ja. Ja, im Prinzip jede Annahme von einer getrennten Realität ist eine Illusion. Genau. Im Prinzip sind die ganzen Gottesbilder auch von göttlicher Intelligenz oder dem Absoluten oder sowas eigentlich persönliche Bilder, sind Projektionen. Die Hoffnung ist, dass einfach hinter dem, was ich erlebe, etwas sitzt, etwas Größeres, etwas, im Prinzip so ein Ich in groß, quasi so wie ich hier bin. Und dieses kleine Universum lenkt den Körper quasi. So ist die Hoffnung, ist auch hinter dem großen Universum etwas, das das lenkt. Ob das jetzt dieser alte Mann mit Bart ist oder irgendeine Intelligenz oder was absolut, eine absolute Liebe oder ein absolutes Gewahrsein oder so. Oder Gott. Das wären im Prinzip alles die gleiche Annahme, eine Projektion auf etwas dahinter. Was letztendlich ständig das persönliche Erleben ist. Das, was erlebt wird, kann nicht alles sein. Aus dem persönlichen Erleben ist das, was ich erlebe, das kann es nicht sein. Da muss es mehr geben. Was Größeres, noch was dahinter. Oder nächsten Moment. Aus Sicht der Person macht dieser Moment nur Sinn, wenn es noch was anderes gibt. Ich und dieser Moment ist die Illusion. Wenn ich weiß, dass ich depressiv bin, könnte ich mir dann die positiven Sachen, was das mit sich bringt, als Gottes Geschenk in meinem Geist annehmen? Naja. Aus meiner Sicht wäre es, wenn es geschieht, könnte man sagen, wäre es höchstens das, was scheinbar geschieht. Aber letztendlich ist es für die Person, bleibt es entweder ständige Arbeit, eben noch was anzunehmen und noch was anzunehmen. Und letztendlich scheitert der Versuch. Aus meiner Sicht scheitert es. Alles, was die Person versucht, es scheitert letztendlich.
Eins deiner Bücher heißt, du wirst niemals frei sein. Ja. Ist denn Freiheit wirklich nur eine Idee oder anders? Wie kann das, was ist, frei sein, wenn es diese Freiheit nicht erlebt? Ja, genau. Wovon wir reden, ist Freiheit, die sich selbst nicht kennt. Deshalb ist es bedingungslose Freiheit. Das ist das Bedingungslosigkeit, die Bedingungslosigkeit. Es erfährt sich nicht selber, es kennt sich nicht selber. Und diese Idee, die die Person von Freiheit hat oder von Erfüllung oder was auch immer, nämlich dass ich noch erfüllt werde, dass ich frei sein kann als ich, völlig frei, das gibt es einfach nicht. Weil die Illusion, dass ich jetzt gefangen oder dass ich jetzt gefangen bin, ist eine Illusion. Und das wäre schon, die Person setzt letztendlich immer eine Bedingung, nämlich es muss für mich sein. Wenn die Person verpufft, verpufft diese letzte Bedingung. Und dann ist es absolute Freiheit. Aber für niemand. Okay, nochmal zu den Videos. Nein, ich meinte, dass es scheinbare Unterschiede von Ernsthaftigkeit und Humor gibt. Also manche Meetings sind wie eine Feier von Lachkrämpfen. Ja. Ja, mal so, mal so. Ja. Ich meine, in den Chats kriege ich manchmal nicht so viel mit von dem Gegenüber. Ne? Dann kann sein. Freedom is another word for nothing left to lose. Oh ja, absolut. Nicht mal sich selbst. Nicht mal sich selbst kann man noch verlieren, weil es ist schon passiert. Ist es für deine nähere Umgebung, Partnerin, nicht manchmal schwierig zu wissen, dass da niemand ist, mit dem sie redet? Doch vielleicht. Vielleicht. Aber es könnte auch schwierig sein, wenn sie denkt, hier wäre jemand, mit dem sie reden. Es kann so oder so schwierig sein, sozusagen. Ja.
Fallen dir die Antworten eigentlich spontan ein oder kommen sie aus dir heraus? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist das, was scheinbar passiert? Aber ich bereite mich nicht wirklich vor, sagen wir so. Aber es das heißt nicht wirklich. Ich bereite mich nicht vor. Frage, wirst du denn immer zu den Veranstaltungen eingeladen oder bewirbst du dich selbst? Im Prinzip werde ich eingeladen im Sinn von, also nicht jetzt unbedingt vom Geld her, aber einfach soll man was machen, so, oder jemand nimmt Kontakt auf und sagt, du, ich hätte Lust, eine Veranstaltung zu machen, so. In der Regel, ja. Oder bewirbst du dich selbst? Das weiß ich jetzt nicht, ob du damit Werbung meinst. In dem Sinn gibt es manchmal eigentlich keine Werbung oder so. Oh. Wie hoch schätzt du den Anteil derer, die sich heute für solche Talks interessieren? Keine Ahnung. 0,00 irgendwas, oder? Na. Noch weniger. Paar Tausend auf der ganzen Welt vielleicht. Und eher im kleineren vierstelligen Bereich. Wann hast du es für dich gewusst, dass es so ist, wie es ist? Als Kind oder später? Nee, später. Nee, ich hatte im Prinzip auch ein ganzes Leben. Und vielleicht bis vor 10 Jahren oder so. Ich bin vor 10 Jahren gestorben. Frage, warum erscheinen deine deutschen Zoom-Talks nicht, die du doch gerade wieder häufiger anbietest? Ja, weil ich beides mag. Ich mag auch, wenn es nicht aufgezeichnet wird. Aber vielleicht sollte ich auch mal einen deutschen Zoom-Talk aufnehmen. Ja, kann ich mal machen. Aber wie gesagt, ich mag es. Auch bei den Englischen werden viele ja auch nicht aufgenommen. Und ja. Ich glaube, viele Teilnehmer fühlen sich dann ein bisschen freier. Ich meine auf deiner Webseite oder so. Also auf meiner Webseite sind natürlich alle Termine angekündigt, falls du das gemeint hast. Die müssten eigentlich auch auf der Webseite stehen.
Aber wie gesagt, ich nehme oft auch einfach nicht auf. Frage: Gibt es aus deiner Sicht eine Tendenz, dass im Laufe der letzten Jahre eher mehr oder weniger Personen erwachen? Ja, das ist so eine Frage. Also, sorry, ich habe es wirklich nicht mit dem Wort erwachen. Ich weiß, es gibt kein richtiges Wort. Nichts passiert und dieses Ganze. Das ist tatsächlich schwer zu sagen. Denn man könnte natürlich sagen, es scheinen mehrere Leute zu werden. Ich kenne einige, wo sich diese Ich-Illusion als solche entpuppt, könnte man sagen. Da ist natürlich niemand erwacht. Das erschafft keine erwachten Menschen. Es gibt keine Erwachten. Und gleichzeitig muss man sagen, es gibt auch einfach viel, viel, viel mehr Menschen. Das heißt, ob sich das prozentual, wenn man überhaupt so rechnen will, verändert, keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber ich meine, worüber wir reden, ist es nichts Besonderes. Ne? Das Verpuffen der Ich-Illusion, wenn man so will, ist nichts Besonderes. Es ist nichts Heiliges, es ist nichts Außergewöhnliches, erfordert nichts Besonderes. Es wäre einfach das, was scheinbar passiert. Oder auch nicht. Ich komme immer wieder darauf zurück, dass es da etwas gibt, was nicht sterben will, beziehungsweise was unbedingt da sein will. Auch wenn Illusion sein meist anstrengend ist. Ja. Das Dilemma ist, das ist das, was scheinbar passiert. Und solange dieses Ich-Erleben das ist, was scheinbar passiert, ist es das. Und es ist unausweichlich sozusagen. Das, was scheinbar. Es ist Einheit. Es ist stimmig und ganz für niemand. Aber natürlich, dieses Ich-Erleben will nicht sterben. Nicht, dass es am Leben bleibt, weil es wirklich die Macht dazu hat. Ich bin lebt nicht, in Anführungszeichen, weil ich bin leben will. Es wäre einfach das, was scheinbar passiert. So wie morgens aufwachen. Ich bin da. Niemand da, der es verhindern kann. Niemand da, der es real erfährt. Niemand da, für den es falsch ist. Aber ja, aus diesem persönlichen Erleben raus macht diese Idee, abwesend sein zu müssen, zu können, zu sollen, keinen Sinn und ist absolut unangenehm. Die Person möchte leben, was völlig okay ist. Daran gibt es nichts dran zu rütteln. Und man könnte sagen, das Ende der Ich-Illusion passiert trotzdem, dass die Person leben will. Und die Person möchte leben, um eine erfüllte Person zu werden. Oder umgekehrt, damit ich ein erfülltes Ich werden kann, muss ich da sein. Das ist das ganze scheinbare Dilemma der Person. Das ist natürlich die ganze Absicht, die ganze Suche ist natürlich dafür da, da zu sein und sie erfahren zu können. Das heißt, das Ich, das sagt, ich möchte nicht mehr da sein oder ich möchte das Ich verlieren, ist eigentlich eine Geschichte. Und was die Person, das Ich-Erleben in der Illusion eigentlich möchte, ist da sein und glücklich sein. Und dieses Glücklichsein natürlich bewusst erleben zu können. Alles andere macht keinen Sinn. Was hier gesagt wird, ist letztendlich, die Antwort auf die Suche ist Tiefschlaf. Aber aus Sicht der Person ist Tiefschlaf so unnötig wie ein Kropf. Das findet eigentlich in der persönlichen Verarbeitung von Leben, was mein Leben ist, was mein Leben ausmacht, worum es geht, findet Tiefschlaf überhaupt nicht statt. Die Person denkt, sie lebt 40 Jahre, hat aber ein Drittel davon geschlafen. Das wird überhaupt nicht in Betracht gezogen als auf irgendeine Art von Bedeutung. Hat das für die Person natürlich auch nicht. Aber in dem Sinn natürlich, die Person möchte nicht sterben. Nicht, dass das irgendwas verhindert. Das Ende der Ich-Illusion hat in dem Sinn überhaupt nichts damit zu tun, was die Person will oder nicht will.
Da gibt es überhaupt keinen Zusammenhang. Insofern ist es auch völlig egal. Und wenn sich die Person wehrt gegen den eigenen Tod, wäre es einfach nur das, was scheinbar passiert. Und nicht, weil da wirklich jemand wählen kann. Oder wirklich jemand da wäre, der irgendwas verhindert. Keine Chance. Was halten Sie von Buddhismus? Eine weitere Religion. Gibt in dem Sinn keinen Zusammenhang zu dieser Botschaft, zumindest als Religion. Glaubst du, dass die Ich-Illusion bei verschiedenen Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt ist? Ja und nein, wäre dann aber eben auch nur das, was scheinbar passiert. Aber man könnte sagen, manche scheinen mehr an sich zu leiden als andere, was aber eine Geschichte ist, weil da niemand real ist. Trotzdem könnte man festhalten, dass es zunehmend immer mehr Ich-Illusionszerplatzungen gibt. Wenn man so will. Ja. Wobei ich auch keinen Vergleich habe. Weißt, es ist einfach schwierig, diese Sachen, weil ich habe keinen Vergleich zu vor 40 Jahren oder so. Aber ja, es ist nicht heilig und so außergewöhnlich, wie es die Person sich vielleicht vorstellt. Frage. Hallo, lässt du den Stream stehen? Nee, bei mir steht nichts. Nee. Aber ich nehme an, der wird veröffentlicht. Also das wird noch veröffentlicht irgendwann, wenn du das meinst. Frage, hast du auch ein Zeitgefühl? Naja, als Funktion, aber es gibt kein Erleben von Zeit. Es gibt nichts, was sich erlebt als ich bin jetzt hier und es passiert etwas. Das wäre Teil des Traums. In dem Sinn kein Zeitgefühl, kein Zeiterleben. Wenn man denkt, man kann nicht mehr viel erreichen und es freut einen auch nichts mehr, Todessehnsucht ist doch dann okay, oder? Ja, natürlich. Oh, natürlich. Wenn es das ist, was scheinbar passiert, ist natürlich völlig okay. Klar. Und trotzdem würde es natürlich auf der Annahme beruhen, dass da jemand lebt. Und aus diesem Erleben, dass da jemand lebt, kommt immer irgendeine Art von Hoffnung, die auf die Zukunft projiziert wird. Und wenn es der eigene Tod ist, der nie wirklich kommt, weil keiner lebt. Wahnsinn, keine Zeit erleben, ja. Ja. Was nicht gekannt wird, was kein neues Erleben ist. Erleben ist Zeit, findet immer jetzt statt. Und jetzt ist Zeit. Es gibt kein Jetzt. Warum nicht? Frage. Kann man das Erwachen in so etwa verstehen, als wäre die scheinbare Person so etwas wie ein Knoten oder Schleife? Okay. Und das Erwachen, das Ziehen an beiden Enden und dann löst sich die Schleife oder der Knoten? Ja, auf eine Art. Warum nicht? Warum nicht? Genau. Genau. Es bleibt dann aber eben nichts übrig. Das ist die Sache. Hier wäre diese scheinbare Präsenz, wäre der Knoten. Ich bin hier. Hier ist was, das ich bin.
Und Befreiung wäre das, die Auflösung ins Nichts. Es bleibt aber nichts übrig, was danach sagt, ich habe mich aufgelöst oder ich bin jetzt, aber von mir aus, was eine Geschichte ist. Denn, vielleicht das noch dazu, in diesem Bild gibt es einen realen Knoten. Wovon hier gesprochen wird, ist eigentlich, dass dieser Knoten keine Realität hat. Aber das ist nicht logisch. Das kann ich auch, das kann ich nicht erklären, was das bedeutet. Das heißt, das Entknoten ist gleichzeitig die Offensichtlichkeit, blödes Wort. Gibt kein Wort dafür. Die Offensichtlichkeit, dass es keinen Knoten gibt. Die energetische Offensichtlichkeit, nicht als Erfahrung, nicht als Gewahrsein. Okay, vielleicht letzter Kommentar. Die Vermutung der Zunahme von Ich-Zerplatzungen hört sich nach einem Transformationsprozess an, der ein Besser beinhaltet. Ja, was aber tatsächlich dazu gedichtet wäre oder zumindest von meiner Seite aus nicht so gemeint ist. Denn selbst wenn es so wäre, wäre es einfach das, was scheinbar passiert und es wäre stimmig und satt für niemanden. Genauso, wenn es nicht so wäre. Wenn immer weniger Ich-Illusionen zerplatzen würden, was eine Geschichte ist. Auch das wäre stimmig und ganz und satt für niemand. Insofern würde ich von meiner Seite da kein Besser dran heften. Es wäre eh, wie gesagt, wäre einfach das, was scheinbar passiert. Aber nicht, weil es muss, nicht, weil es besser ist, nicht, weil es eine reale Richtung dahin gibt, nicht, weil es eine reale Transformation gibt. Ich meine, im Prinzip ist es die Illusion, dass es eine reale Bewegung gibt vom Ich zum Nicht-Ich, dass es eine reale Bewegung gibt von unerleuchtet zu erleuchtet. Gibt es eben nicht. Diese ganze Vorstellung ist Teil der Illusion. Es gibt keinen Schritt von der Illusion in die Wahrheit, von der Unklarheit in die Klarheit. Das wird, genau das ist die Illusion, dass da jemand ist, der getrennt ist, dass da jemand ist, der noch eins werden muss, dass es einen Knoten gibt, der noch entzerrt werden muss. Gibt es nicht. Das ist es. Okay, jetzt mache ich doch noch die letzten zwei. Sind Coronaviren auch eine weitere Konstruktion der Traumwelt? Naja, die Annahme, dass es eine reale Welt gibt, ist die Illusion, dass ich real bin und in einer realen Welt lebe. Dann letzter Kommentar. Ich bin so froh, dass ich nicht real bin. Oh. Okay. Jetzt ist doch gerade, ich weiß nicht, ob noch jemand. Okay.
Okay, es ist tatsächlich jetzt noch zum Schluss der Chat abgestürzt. Na gut, dann. Hallo? Na gut, vielen Dank. Das war's.